Der Anfang des Parts startet irgendwie komisch, aber ich habe auch eine Antwort dafür. Denn in dem Part ist mir eine Sache passiert, und zwar erstens hatte ich große Speicherprobleme, zweitens hatte ich einen Aufnahmeabbruch und drittens Welt 4 zu 3 wird hier nicht zu sehen sein. Denn wegen Aufnahmeproblemen existiert diese Datei nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Datei, das Video mit den Level zu 4 zu 3, das war ja ein separates Video, weil zuerst hatte ich Speicherprobleme, dann war ein Aufnahmeabsturz, wurde nicht gespeichert. Aber keine Angst, ich werde das Level so oder so zeigen, denn wir spielen noch den Ranking-Modus. Nicht den Ranking-Modus, den Challenge-Mode. Ich habe das irgendwie mit etwas anderes verwechselt. Und im Challenge-Mode werde ich euch das Level zeigen und ich werde es versuchen, auch so normal in einen der letzten Parts reinzuschneiden. Also, es tut mir wirklich leid, aber das waren halt Aufnahmeprobleme. Genießt das Video. Welt 3.1 erwartet uns in Super Mario Bros. 2. Nicht 2. Was für Blödsinn rede ich da? Beispiel Super Mario Bros. Deluxe. Das zweite Level, nee. Welt 3.1 erwartet uns in Super Mario Bros. Deluxe. Und was war das für Betrug? Ja. Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Das passiert doch nicht wieder. Yay. So. Ich hasse Piranha Pflanzen. Und ich hasse auch Abgründe. Und jetzt hasse ich noch viel mehr Piranha Pflanzen. So. Ich hau am besten schnell wieder ab. Und hol mir hier den Stern. Wenn ich es schaffe, ich sag's ja schon. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht. Oder doch? Gib mir den Stern. Ich hasse Hammerbrüder, diese scheiß Hammerbrüder. Ich hasse sie, obwohl der muss ein Bild sein. Stirb, gib mir ein Bild. Yay. Oh oh, oh oh, nein, du Drecksding. Du scheiß Drecks, elendiges Ding. Aber egal, ich habe den Checkpoint erreicht. Oh Scheiße, Scheiße, wo sind die Hämmer? Wo bist du? Spring unter meine Füße. Nicht unter meine Füße, sondern unter meinen Kopf. Nicht unter meinen Kopf, sondern über meinen Kopf, über den Block, damit ich dich besiegen kann. So, und jetzt einen perfekt getimten Sprung und sich nicht von den Koopas treffen lassen und auch nicht von den Koopas. Das wäre nicht so geil, nicht so toll. So, und dann noch das Ziel erreichen und gibt's hier sogar nicht einen unendlich Bild-Trick, unendlich One-Up-Trick und ich komme nicht wieder hoch. Deshalb berühre ich die Fahne. Wir schaffen da erst den ersten Level. Und kriegen noch dafür ein Feuerwerk. 40.000 Punkte. Das wird doch schön. So. Hier kommt man eigentlich schnell mit der Feuerblume durch. Und hier gibt es noch einen. Nee. Nicht einen Stern, sondern einen Pilz. Scheiße. Wow. Hier gibt es, glaube ich, einen Stern. Und jetzt können wir durchrasen. Nicht nach oben gucken, Mari. Jo, das war knapp. Das war doch knapp. Das war knapp. So. Jetzt soll der Pilz auch langsam aufhören. Und wir haben eine Minute für dieses Level verbraucht. Sogar weniger. Juhu. Ich bin ein echter Speedrunner. Spaß. So, Luftlevel. Und wieso hat der Goomba mich nicht getroffen? Und was mache ich? Ich bin doch dumm. Ja, so kann es schnell hier gehen. Und wieso hat er
der scheiß Goomba mich jetzt getroffen und vorher nicht. Und wieso kriege ich jetzt einen scheiß Game Over? Oh Mann. So. Ende. Oder auf welchem Platz bin ich? Auf den letzten 10. Geil. So. Jetzt hier ein bisschen so vorsichtig. Was gibt's denn da unten? Münzen, die ich nicht brauche. Hier gibt's einen Dreckskooper, den ich auch nicht brauche. Der kann abhauen. So, diese scheiß Drecksplattformen, die nach unten sinken. Und sogar, ich weiß nicht, ob das in dieser Deluxe-Version auch so ist, aber in der Originalfassung von Super Mario 64 kann man über das Ziel springen. Ich werde es mal kurz jetzt versuchen. So, Gewicht gut verlagern. Scheiße! Das war schlecht. Von neuem aus werde ich das jetzt versuchen. Das war ihre. Das war auch so. Schaffe ich es? Nein, leider nicht. Leider nicht. Juhu. 27.000 Punkte sind zu wenig. Und wieso sage ich Juhu? Keine Ahnung. So, das dritte Kassel. Wo wahrscheinlich Bowser stecken wird. Ja, und es ist auch kein Spoiler. Hier wird keine Peach stecken. Hier wird ein dreckiger Toad stecken. Aber egal, es geht hier nur um Spaß und um Geld, den Mario sammelt. Ich springe einfach drüber und dann bist du auch gegrilltes Ding. So, dankeschön, Mario. Die Prinzessin ist aber in einem anderen Schloss. Auf der englischen Sprache spreche ich das schlecht aus. Und jetzt zerstöre ich das Schloss. Und Welt 4 erwartet uns. Und an dieses Level kann ich mich erinnern und ich hasse es. Denn hier kommt Lakito vor und seine Stachis in diesem Spiel sind einfach nur das Dreckigste von Dreckigen. Man muss versuchen, ihn so schnell wie möglich umzubringen, du scheiß Teil. Jetzt fliegt er noch sogar hoch. So, da, Scheiße! Von neuem aus, ich hasse Lakitus. Ich hasse Lakitus. Gib mir den scheiß Pilz. Gib mir den scheiß Pilz. Ich hasse Lakitus. Ich hasse sie. Das war gut gemacht. Und jetzt gib mir den scheiß Pilz. Und ich will fliehen. So, auf Full Speed. Werde ich jetzt abhauen. Gibt es hier eine Vollblume? Natürlich nicht. Ist ja doch klar. Hier muss ich kurz stoppen. Hier auch ein bisschen. Scheiße. Gibt's hier was? Oh nein. Oh nein, stirb. Scheiße. Der Pilz, der dreckige Pilz. Yes. So. 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 Und. So. Puh. Das war schon knapp. Ich hasse Lakitus in diesem Spiel. 56.000 Punkte. So, Welt 4.1 ist ein Untergrundlevel. Ja. Oh, das ist schon schwierig. Und hier kann man, glaube ich, auch unten durch, wenn man sich gut anstellt. Ja, so macht man es. Genau wie ich es gerade gemacht habe. Ich sehe nichts. Mit den Steuerkreuz ist es schon schwierig zu spielen. So. Oh oh, ich hasse Goombas. In solchen engen Passagen. Gib mir eine Feuerblume, yay. So. Stirb Piranha, stirb Piranha. Und hier gibt es, glaube ich, irgendwo einen Secret Exit.
Ich weiß es aber nicht wo. Ich glaube, in diesem Block ist er. Aber ich kann ihn nicht erreichen, oder auch nicht. Dann mit welchen? Wahrscheinlich Indien vielleicht? Keine Ahnung. Aber auch egal. Oder nein. Ich habe jetzt ein strickiges Scheißfehler gemacht. Der ist irgendwo hier auch. Ich weiß nicht genau, wo der Scheiß Secret Exit ist. Oder nicht der Secret Exit, sondern die Warp Zone. Wie es in diesem Spiel so ist. So, wo ist ML? Und nicht zurück, sondern Ende. Und an welchem Platz bin ich jetzt? Schon wieder auf den scheiß letzten Platz. Ja, aber ich habe auch nichts Besseres verdient, denn ich fehle hier. So. Stirb, stirb, stirb. So, wo war der Secret Exit? Ich glaube sogar, ich bin dumm. Stimmt? Ja, ich bin dumm und es stimmt vollständig. Und hundertprozentig. Da könnt ihr mir alle schreiben, ich bin dumm. Dumm, dumm, dumm. Zack, zack, zack. So, Feuerblume, yay. Du Drecks-Piranha, ich hasse dich und ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Und an dieser Stelle bin ich vorher gestorben. Pilz, Pilz, ich gib, komm her, scheiß Piranha. Scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Dieser Käfer, wie heißt der? Keine Ahnung, wie der heißt. So, so, und hier kommt jetzt was Fieses. So, so, und... Was gibt's hier? Nichts. Rein da. Erstens stürzt die Aufnahme ab. Zweitens stürzt das Spiel ab. Und wie könnte mich das Spiel noch mehr bestrafen? Dass ich die ganze dritte Welt und die ganze vierte Welt nochmal spielen musste. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe aber eine Frage. Wieso ist die Aufnahme abgestürzt? Wieso ist der Emulator abgestürzt? Und das war schon gut von mir gemacht, aber am Ende bin ich doch gestorben. Wieso ist es abgestürzt? Es gab keinen Grund dafür. Aber es ist trotzdem abgestürzt. Und ich musste die ganze vierte Welt und die ganze dritte Welt nochmal spielen. Hat Spaß gemacht zu failen. So, geh baden, Bowser. Komm nie wieder, obwohl du noch tausendmal vorkommen wirst. Aber egal, die Prinzessin ist in ein anderes Schloss. Und so zerstört man das Schloss und wir können weiter. Also, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Abonniert, um nichts von Super Mario Bros. Deluxe zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.